Fragen zur großen Energiekrise hier bei Bild. Wie oft und wie lange duschen Sie, Klimaaktivist, bei uns in der Runde, Henning Jeschke? Immer, wenn er nicht festgeklebt ist. Ich frage mich, ob wir die Sendung umbenennen müssen, weil die richtige Frage hieße jetzt in diesem Moment eigentlich nicht, wie ich meine Stoppuhren jetzt teste beim Duschen. Naja, wir machen das hier so, wissen Sie, schlechte Nachrichten verpacken wir locker. Genau, damit die Medizin besser runtergeht. Es entstehen Todeszonen um den Äquator und es werden allein in diesem Jahrzehnt 700 Millionen Menschen sich aus dem afrikanischen Kontinent in lebensbedrohlichen Situationen befinden, wenn wir nicht aufhören, diese Erderhitzung weiter anzutreiben. Das Ganze wird soziale Konflikte bringen. Okay. Wenn wir so weitermachen, dann haben wir in 2060 2 Grad. Das ist doch keine Katastrophe. Darauf kann man sich doch anpassen. Verzeihung, drücken wir uns hier missverständlich aus? Wir versuchen ihm zu sagen, dass der ganze Planet unmittelbar vor der Zerstörung steht. Sie haben kein einziges Mal über die Katastrophe eigentlich geredet. Ja, weil es keine Katastrophe gibt, mein Lieber. Machen Sie sich doch mal schlau. 0,3 Grad, das ist doch gar nichts. Sie kleben sich umsonst irgendwo hin und stören Ihre Fantastereien und Ihre Angstpsychose, die Sie haben. Die gibt es nämlich gar nicht. Aber der Atmosphäre ist das ja ziemlich egal, ob die Realität verleugnet wird oder nicht. Die ist ja einfach da. Die Waldbrände sind ja da. Ne? Brandenburg brennt, Treuenbrietzen wird evakuiert. Es ist wahr, es existiert ein riesiger Komet, der auf die Erde zusteuert. Wir haben ihn gesehen, mit unseren eigenen Augen. Durch ein Teleskop, verfluchte Scheiße, wir haben ein beschissenes Foto davon gemacht. Die Leute, die jetzt gerade neu geboren sind in Deutschland, die werden erleben, wie weitere Kriege entstehen, wie vielleicht sie rekrutiert werden müssen, wie das Ganze richtig ekelhaft wieder werden wird in der Gesellschaft an den Grenzen. Ich glaube, ein Rechtsstaat kann das nicht überleben. Es ist der ganz pessimistische Blick auf die Welt. Teilweise wird er eben nicht geteilt. Es gibt einen optimistischeren Blick auf die Welt. Es tut mir leid, aber Sie wissen auch, dass nicht immer alles so verdammt clever oder charmant oder sympathisch klingen muss. Manchmal müssen die Dinge der Wahrheit entsprechend gesagt werden und dann müssen wir auch zuhören.